in der Unterliga Nord A geht es an diesem Samstagnachmittag in die 9. Spielrunde und da trifft der SC Bad Schlug als Tabellen-14. auf den Tabellen-11. auf Steinach St. Martin. Und die Bad Schluger, die brauchen ganz, ganz dringend einen Dreier. Ob es heute beim ersten Heimspiel gehabt? Bad Schlug mit Trainer Alex Assigal hat sich für heute viel vorgenommen. Der erste Dreier, der soll her im ersten Heimspiel da im Birkenstadion. Der Schiedsrichter heute, Franz Rauch aus Gössendorf bei Graz. Und dann überprüft der Schiri noch die Tornetze und es geht schon los mit dem Match. Der Matchball kommt heute vom Memmer TV und vom Steirischen Fußballverband. Bad Schlug mit erstem Angriff und mit einem Lippschuss. Breitler im Bad Schlug-Tor mit der ersten Bewährungsprobe. Bad Schlug ist dran. Bei Rüscher im Gästetor ist Endstation. Bei diesem Einstieg ist nichts passiert, hat Ärger ausgeschaut. Reitbauer Bad Schlug holt der Eckball raus. Der Eckball bringt nichts ein. Dieser Bad Schlug-Angriff nicht schlecht, wird aber zwecks Abseitsstellung zurückgepfiffen. Schober Bad Schlug holt da einen Elfer raus. Thomas Lipp tritt an und verwertet zum 1:0 für Bad Schlug. Rüscher im Gästetor hatte da keine Chance. Bei diesem Steinach-Angriff ein Hoppelrückpass und Deißl rettet da vor der Linie, verhindert da Bad Schlug mit einem Gegentreffer. Bindlechner Steinach bedient der ungewollt Schober. Schober nimmt dankend an, macht das 2:0 für Bad Schlug. Es läuft ja ganz gut bis jetzt. Aber Steinach verkürzt da auf 1:2 der Torschütze Bolovan. Und das hat man den Gästen leicht gemacht. Dieser Treffer ist ganz billig entstanden. Breitler im Bad Schlug-Tor spielt da gut mit. Super Goal! Arme aufhupfen vor dem Tor. Er kann keinen Ball fangen. Bei diesem Bad Schlug-Freistoß hat Rüscher im Gästetor Mühe. Dann verköpft der Höller nach einem Jurisic-Flankenball. Steinach kommt da vor der Pause noch zum Ausgleichstreffer. Blasewitz stellt da auf 2:2 gleich aus. Der Treffer roch aber sehr nach Abseits. Und mit diesem 2:2 geht's in die Pause. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Bei diesem Bad Schlug-Angriff, da wollte die Assigal-Truppe einen Elfer, war aber nichts, da bin ich mit dem Schiri konform.
Die Baschluger, die holen sich da den gelben Karton. Beide Teams schenken sich nichts. Ein hart umkämpftes Match. Weiter geht's mit Steinach-Eckball. Blasewitsch stellt da auf 3:2 für die Gäste und das zweite Tor für Blasewitsch heute. Baschluck bringt da ein paar frische Kräfte ins Spiel. Blasewitsch versucht's da mit einem Heber. Und Baschluck hat da Pech mit diesem assigen Stangenkracher. Baschluck bemüht sich, scheitert da an Rüscher. Neupa Steinach bekommt da in der 81. Spielminute gelb-rot. Aber auch Steindl Baschluck kriegt da gelb. Steindl heute einer der stärksten Baschluger. Und es geht in die Endphase. Baschluck da mit langem Ball da auf Baumgartner. Und Baumgartner stellt da auf 3:3 in Minute 89. Baumgartner ist ja in der zweiten Hälfte erst ins Spiel gekommen für Jurisic. Der Ausgleich natürlich verdient und berechtigt. Baschluck macht da noch ein Tor, aber warum dieser Treffer nicht gegeben wurde, weiß ich nicht. Baschluck hatte eine gute Endphase, aber der Siegestreffer bleibt verwehrt. Baschluck und Steinach-Grimming trennen sich mit einem 3:3 Unentschieden. Die Stimmen zum Match. Der Marian Blasewitsch ist der Goalgetter der Steinacher, heute wieder getroffen mit Kopf. Was sagst du zu diesem 3:3 Unentschieden da in Baschluck? Ja, ich sage mal allgemein, Baschluck hat uns echt positiv überrascht, ja, weil wir haben gewusst, dass es schwierig wird in Baschluck, weil der Platz richtig klein ist und wir haben einen großen Platz, das sind wir nicht gewöhnt. Ja. Ich glaube auch, dass da einige Vereine noch Punkte liegen lassen werden. Ja. Sie haben uns überrascht mit 2 Tore, ja, mit denen haben wir nicht gerechnet. Natürlich, der Elfmeter war sehr unglücklich, weil davor waren 2 Aktionen, die waren für mich Fouls. Ja. Aber ja, der Schiedsrichter hat es nicht gegeben und in dem Fall war es dann ein klares Foul im Strafraum, war für mich dann ein Elfmeter. Ja. Die sind zwar noch in Führung gegangen, wir sind super zurückgekommen. Ja. Aber ja, im Grunde, im Großen und Ganzen, wir sind dann in Führung gegangen. Ja, sie haben dann versucht, wir auch. Ja, aber ja, ich sage einmal, vom Spiel her jetzt ja, ist es 3:3, sage ich mal, gerecht. Ja. Alex Assigal zu diesem 3:3 Unentschieden? Ja, es ist schwer gewesen. War eine gute Mannschaft. Die haben nur hoch 4 gehauen, haben vorne gute Stürmer. Aber wir dürfen noch ein 2:0, dürfen wir das nicht mehr aus der Hand geben. War abseits da für einer. Ein blöder Eckball in der zweiten Halbzeit, aber durch die Kampfkraft haben wir Gott sei Dank noch das 3:3 geholt. Pech gehabt, dass wir nicht noch das 4:3 gemacht haben, hätten wir verdient gehabt. 90 Minuten waren wir klar die stärkere Mannschaft, sage ich mal. Das ist stolz auf meine Burschen, das passt. Nächste Woche geht es auswärts gegen Auseran. Was sagst du dazu? Ja, wir müssen weiterkämpfen, die ganze Woche gut trainieren. Wir haben jetzt in letzter Zeit viel Verletzte gehabt. Nie richtig viel Leute gehabt. Heute waren wir das erste Mal alle, fast einer gefüllt. Nächste Woche schauen wir, dass wir alle sind. Und dann guten Mutes noch ein See und dann holen wir uns da oben die ersten 3 Punkte. Und fertig. Das wünsche ich auch. Danke, sehr gut. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Mein Bezirk AT.